zu erweitern. Und dazu werden wir gleich noch weitere Zahlen. Gehirn des Roboters ist ein Raspberry Pi. Das ist ein Ein-Platinen-Computer und der ermöglicht die kabellose Programmierung des Roboters mittels eines Web-Interface. Den haben wir jetzt in Python geschrieben. Der wird vom Raspberry Pi in Befehlpakete führen. Und können, da können dann so Servomotoren ansteuern. When if I put my object there, the sensor will detect the measurement. If it's less than 10 centimeter, he sends a 24 voltage signal to the robot arm and it starts working. Also we have here a buzzer. He will make a tonality announcing the starting of the movement of the robot. Always to stay to take a step back. So to ensure our safety. Now he will take this pen and try to draw a point in those three circles. Here we are trying to test the precision of the universal robot. Here we can imagine that we have a drill machine, perceuse en français, but to ensure our safety we will use one. Das heißt, Ding heißt Polyscope. Mit dem kann man einfache Bewegungen durchführen des Roboters, also nach vorne, hinten, rechts, drehen. Dass man das einfach erstmal in der Virtual Reality darstellt und dort die Programmierwand. Und ich kann dann zum Beispiel hier meinen Polyscope nehmen. Das Ganze ist noch ein bisschen fummelig. Das heißt, ich würde dann hier auch zum Beispiel runterfahren, fährt der Roboter runter. Und ich habe auch sogar einen Freeride-Modus. Da kann ich den Roboter vorne anfassen und irgendwo hinfahren. Das benutze ich zum Beispiel zum Teachen von Positionen. Wenn ich diese Blöcke anwende, habe ich hier meine Verbindungen, die kann ich einfach nehmen. Wenn es rot wird, ist das Ganze verbunden. Zum Beispiel ja, ja, dann kann ich ja schon mal eine Scheibe Toast brücken. Das ist ja schon gar nicht mehr so Zukunft. Also es gibt ja schon Kühlschränke mit Kamera. Ja, also das kann man ja schon kaufen. Von daher ist das eben gar kein hoher Durchsatz gewesen. Nämlich jetzt neue Netzwerktechnologien, die auf den Markt drängen, ja schon da sind, muss man sagen, auch schon eingesetzt werden. Bei denen wir Endgeräte haben, die keine hohe Bandbreite haben. Also wir reden da jetzt vom Gigahertz, nicht mehr vom Gigahertz, wie wir das eben vorher gemacht haben. Ja, und wir reden jetzt auch so von Datendurchsätzen, naja, so von maximal 50 Kilobit per Second. Das ist ein Hertz hier. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität der 3D-Scans. Und dann die letzte Erkenntnis, dann ist das Thema Software nochmal. Ich hatte ja schon gesagt, die Software filmt. Die Daten werden aufgenommen und kann diese Bewegung auf einen virtuellen Charakter übertragen und dann tanzt der virtuelle Charakter den gleichen Tanz nur in Virtual Reality.